5 Uhr morgens in Mandalay. Der Blick von unserem Zimmer auf den trüben Mandalay Hill. Obwohl es noch früh am Morgen ist, ist der Frühstückssaal des Hotels schon recht gut besucht. Wie immer gibt es im Mandalay Hill Resort ein üppiges Frühstücksbuffet. Doris und ich tragen wieder Longis, weil es hier in Mandalay schon am Morgen recht warm ist. Nui und Ben werden uns um 7 Uhr vom Hotel abholen und zum Flughafen bringen, wo wir auch noch ein wenig Geld wechseln werden, sicherheitshalber. Der Abschied von Ben fällt schwer und man merkt, dass auch er traurig ist. Aber wir bleiben per E-Mail und Facebook in Kontakt. Natürlich gibt es wieder Probleme mit den Flügen. Und nach einigen Hin und Her landen wir dann verspätet, aber wenigstens am selben Tag in Sandway bzw. am Napali Beach. Wir beziehen wieder unsere traumhafte Villa und freuen uns auf einige entspannte Tage. Das freundliche Personal hat uns sofort wiedererkannt und freundlich begrüßt. Anscheinend sind wir in guter Erinnerung geblieben. Und auch unsere Villa präsentiert sich noch genauso schön, wie wir sie in Erinnerung haben. Und so packen wir in Ruhe unsere Koffer aus und genießen den Nachmittag bis zum Abendessen im Golden Sea. Marshway Sin vom Golden Sea erkennen uns sofort wieder und begrüßen uns auch sehr herzlich, sogar mit Umarmung. Vegetables tempura, prawn mit coconut curry. Lecker. Are you okay? Yeah, very good. Very good. Auf dieses leckere Essen haben wir uns ein ganzes Jahr lang gefreut. Lay und Marshway Sin berichten uns noch über das vergangene Jahr und dann ziehen wir uns zurück und legen uns zur Ruhe.